Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz zockt, und zwar diesmal mit der Closed Alpha von Planet Nomads. Die Planetennomaden ist ein Science-Fiction-Survival-Sandbox-Game. Ich würde es mal bezeichnen als eine Mischung aus Scrap Mechanic und ja, Imperium ist ein bisschen mit drin. Man soll später andere Planeten bereisen können. Von der Farbgebung eher in No Man's Sky einzuordnen, hat aber also derzeit zumindest wenig zu tun. Das Ganze ist die Closed Alpha, die erste Version, die, sagen wir mal, öffentlich anspielbar ist, allerdings auch nur für die, die es bei Kickstarter unterstützt haben. Das Ganze ist von Crane Balls, das ist der Entwickler, und die haben mir auch hier einen Key zur Verfügung gestellt. Ich habe das Ganze aber auch nochmal in der Kickstarter-Kampagne mit unterstützt, weil, wenn man sich den Trailer anguckt, der ist schon ziemlich beeindruckend, was da noch kommen soll. Also das kriegt ein richtig gutes Bausystem, ähnlich wie in Space Engineers, dass man praktisch so ein Bauteil nach und nach aufbaut. Ja, jetzt hier in dem Closed Alpha im Quartal 2017 soll das Ganze auf Steam in den Early Access gehen. Bis dahin werden die noch einiges machen. Derzeit sind noch nicht viele Inhalte drin. Not a full release steht ja auch links unten, und ja, von daher gibt es auch noch nicht allzu viel zu zeigen. Ich würde euch auch mal zeigen, um was es geht, beziehungsweise wie das Ganze aussieht. Die ersten Schritte sozusagen. Und wir machen mal ein neues Spiel und Test LP. Nennen wir das Ganze. Man kann hier noch einen anderen Seed eingeben. Ist jetzt nicht so wichtig. Die Planeten sind dann wohl prozedural generiert. Später soll es halt mehrere Planeten geben, die man auch bereisen kann. Es wird in der Early Access Phase noch keinen Multiplayer haben. Ist auch als Singleplayer-Spiel ausgewiesen auf Steam. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Pampa. Und mitten im Wald, sozusagen. Irgendwo auf unserem Planeten, auf dem wir gerade gestrandet sind. Ja, was hat man? Man hat unten die Leiste, die sehr an Scrap Mechanic erinnert. Man hat hier ein Werkzeug T. Das ist einmal so ein Drill. Damit kann ich mich hier in den Boden buddeln, wenn ich das will. Das Ganze ist voxelbasierend, also man kann den Planeten verändern, abbauen. So. Und dann werden hier einzelne Teile rausgefräst. Macht im Moment wenig Sinn, weil man halt auch keine Ressourcen sammelt oder so, die man irgendwie bräuchte. Man kann Bäume fällen, um dann später wahrscheinlich Ressourcen zu sammeln, gehe ich mal fest davon aus, weil es ja ein Survival-Spiel sein soll. Ich glaube, dem Bohrer interessiert das wenig, da fliegen ein bisschen Blätter weg. Wir können es mal an dem Baum hier probieren. Da passiert nicht viel. Nö, das interessiert den Baum nicht. Man kann aber umschalten und hat hier eine Kreissäge, eine handliche. Ui, da hat mich der Baum gerade mal überholt. Die ploppen noch hier aus ihren, auf ihrer Position. Und dann kann man den noch wegfräsen. Macht im Moment überhaupt gar keinen Sinn, die schöne Umgebung zu zerstören. Denn im Moment gibt es halt keine Ressourcen, die ich sammeln könnte oder so ähnliches. Ganz schön kalt hier. Ich habe, als ich das erste Mal Probe gespielt habe, habe ich auf einem Planeten gespielt, der recht bunt und farbig war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchem Bereich wir uns hier befinden. Da war richtig rotes, sattes Gras. Das sieht man immer wieder auf den Screenshots. Und hier ist er so ein bisschen, naja, eisig. Man sieht ja überall auch so leicht gefrorenen Boden. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns mal ein Fahrzeug, damit wir den Planeten so ein bisschen erkunden können. Es gibt derzeit noch keine Tiere drin, beziehungsweise habe ich keine gesehen. Auch soweit keine Gefahren oder auch keine Ressourcen. Das ist, wie gesagt, die erste Version, ein Planet und der Kreativmodus. Ja, nicht lang schnacken, Fahrzeug bauen. So, macht man wie ein Scrap Mechanic, hat hier so eine Hebebühne, die aber nicht wirklich hoch und runter fahrbar ist. Dann setzt man das Cockpit drauf. So, das haben wir auch schon mal. Das Ganze wird übrigens erklärt, mit F1 sieht man die Steuerung des Astronauten, beziehungsweise hier des Planetennomadens. Ja, kann die Ansicht rauszoomen und so weiter. Es gibt einen Autorun. Dann sieht man, wie sich die Blöcke grundsätzlich bewegen. Und man kann die X-Achse ändern. Und hier sieht man so die Grundlagen, wie man ein Auto baut und wie man dann die Reifen dran setzt und so weiter. Es hat sehr viel von Scrap Mechanic halt im Weltraum bzw. im Science-Fiction-Setting. Und ich baue jetzt einfach mal ein ganz primitives Fahrzeug.
indem ich hier einfach so ein paar Klötze dran setze. Immerhin brauchen wir einen mehr. So. Und dann machen wir hier dran kein Cockpit, sondern eine Achse. Zack. Zack. Und da noch mit dem Mausrad dreht man das Ganze übrigens. Und mit X könnte man halt die Achse ändern, um die man das Ganze dreht. Kennt man ja auch von Imperium und so weiter. So, dann haben wir eine Rod. Zack. Man sieht auch schon hier Drehrichtung und so weiter, wie man es auch von Scrap Mechanic kennt. So, dann braucht so ein Fahrzeug noch einen Motor. Setzen wir da hin und ich baue gleich einen zweiten hin, denn wir werden einen zweiten brauchen, zeige ich euch gleich warum. Dann steht das Fahrzeug erstmal soweit fest. So, dann kann man mit Tab, kann man hier in den Baumodus wechseln. Und jetzt sieht man auch die Laufrichtung der Räder, die müssen wir hier auf jeden Fall mal nach vorne drehen. Fantastisch, es wird dunkel. Hier kann man einen eingebauten Scheinwerfer. Dann nehmen wir mal den Motor und verbinden einfach diese Achse mit dieser und diesen mit dem und den da hinten und zack, daran. So, jetzt haben wir schon mal Strom auf den Rädern, jetzt müssen wir die vorderen Räder noch lenkbar machen. No steering, steering, was haben wir noch? Opposite Steering. Nee, Steering ist schon gut. Vorne. Das verstehe ich nicht ganz. Warum sollte andersrum lenken? Achso, wird einfach nur die Lenkrichtung umgedreht. Das passt schon so weit. Das funktioniert. Und was können wir noch machen? Ja, wir haben so ein Building-Menü, wo wir uns verschiedene Bauteile raussuchen können. Ecken, Kanten, Corner, Slope, Corner, Mirrored, Inverted, Slope, Ramp und die verschiedenen Bauteile, wie man es auch aus anderen Spielen kennt. Sogar hier. Fenster, die abgerundet sind und so weiter. Und ja, auch was alle Bauteile für eine Basis. Und noch so ein paar andere. Wir haben hier noch so einen Frontscheinwerfer und wir können nach oben, könnten wir auch welche draufsetzen. So, jetzt sagt ihr, warum hat er einen zweiten Motor eingebaut? Zeige ich euch nämlich. Das ist nämlich ganz interessant. Wobei ich gerne eine Anzeige hätte, das erkläre ich aber gleich. Zack. Und da. Und dort. So, jetzt geht das Licht an. So, nur noch praktisch die Rampe entfernen, auf der wir hier gebaut haben. Einfach mit rechts baut man derzeit ab. Jetzt seht ihr auch, das Vorderteil ist ziemlich stark abgesackt. Das liegt einfach daran, dass auch in dieser Richtung das Cockpit drauf sitzt. Das heißt, es sackt weiter ab als das Heck. Motor selber scheint nicht ganz so schwer zu sein. Man kann jetzt hier nochmal den Dämpfer einstellen. Nochmal Moderate. Und hier auch Moderate. Man kann es nochmal härter einstellen. Jetzt habe ich den falschen umgestellt. Moderate, High, Low. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. So, jetzt zeige ich euch, was passiert, warum ich hier einen zweiten Motor drauf gebaut habe. Wenn ich beschleunige, geht das Licht aus. Sobald ich Saft auf die einzelnen Bauteile gehen, wird das Licht gedimmt. Und dann könnten wir nicht mit Beleuchtung fahren. Das liegt einfach daran, dass der Strom nicht ausreichend ist. Deswegen nehmen wir jetzt den zweiten Motor, den ich hier rechts hingebaut habe. Gehen wir den in den Baumodus. Und setzen den daran. Und da. Und da. So, jetzt haben wir praktisch den linken Motor für die Scheinwerfer und den Rest für die Räder. Jetzt können wir da einsteigen. Und jetzt können wir auch Gas geben. Und es wird nicht ständig hell und dunkel. So, wir können ja nochmal. Wir können ja rein theoretisch nochmal einen Scheinwerfer. Steigen wir es mal aus. Den Top. Den hier. Quatsch. B. So. Wo setzen wir den drauf? Können wir den oben aufs Cockpit setzen? Weiß ich gar nicht. Jetzt ist gut. Oder wir setzen einfach nochmal vorne. Ja. Yes. So. Das ist dann die 8. Nee. Will er nicht. Da müssen wir was anderes hinbauen. Auf die Achsen auch nicht. Gut, wir können nur hier davor bauen. Machen wir halt mal so ein Rallye-Car. Und verbinden auch hier den Strom. Also wenn wir praktisch noch irgendwie ein Bauteil an das Cockpit anbauen würden, dann könnte man auch die Scheinwerfer... So. Könnte man die auch oben draufsetzen. Gut. Was haben wir hier? Nur die Power, gell? Ja.
Auto aus der Hand, ab geht er. Wir nehmen mal die Außenansicht machen von unserem Fahrzeug. Das Licht macht hier irgendwie so ein bisschen, flackert gerade rum, das hatte ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, Close Alpha, das kann ja alles sich noch ändern und wird sich auch noch ändern. Denn es ist eine ganz frühe und die erste Version, was so ein bisschen die Mechanik sein soll. Und wie gesagt, Quartal 2017 geht das Ganze in den Early Access. Dann könnt ihr das Ganze spielen und dann wird auch der Survival-Modus mit drin sein. Ich glaube, das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß und Sinn. Also das Ganze hat ja kein Multiplayer. Das soll halt auch später erst kommen, aber in der Early Access-Phase noch nicht. Und ansonsten könnt ihr auch Scrap Mechanics spielen, das ist ja ähnlich. So, es gibt auch eine Physik im Spiel, also das Fahrzeug verhält sich physikalisch richtig. Das Ganze ist übrigens die Unity Engine, wenn das interessiert, wie die meisten Spiele derzeit entstehen. Was ich jetzt nicht verstehe, warum auf dem Planeten alles so grün, halb grau ist. Denn ich bin in meinem Probespiel auf Planeten gelandet, bzw. gestartet, der rote Gräser und so weiter hat. Und ich hätte keinen Tag. Das ist immer blöd, in der Nacht was zu zeigen. Wollen wir steigen mal aus. Steigen mal aus und machen mal. So. Können wir zumindest unser Fahrzeug nehmen als Beleuchtung für die Baustelle. Wir setzen mal. Ups. Habe ich ein bisschen verbaut. Zack. 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 Ja, was gibt es noch für Bauteile? Das kann ich euch jetzt zeigen. Ansonsten macht das wenig Sinn, weil hier jetzt selber irgendwas hinzusetzen. Ihr könnt euch natürlich eine Basis machen. Und könnt bei dieser Basis einen Zaun ziehen. Ihr könnt Türen setzen, Lichter. Aber ansonsten gibt es da noch nicht viel. So, ich hätte jetzt Unkraut-Ex runterstreuen sollen, weil hier wächst gerade die Begrünung durch. So. So. Und hoch. Alles klar. So, was haben wir? Bauteile. Interieur. Das sind so Interieurblöcke, die kann ich euch im Auge zeigen. Weil die setzen wir hier auf den 2. Was haben wir noch? Bodenplatten, eine Tür haben wir noch. Energie haben wir. Und eine Lampe gibt es irgendwo noch. Das ist Mobility. Es gibt so einen Beacon, den zeige ich euch noch. Eine Lichtquelle. Das haben wir schon gesehen. Hier gibt es nochmal so eine Drehachse, eine rotierende Plattform und ein Gelenk, wo man praktisch zwei Fahrzeuge zusammenbauen könnte, beziehungsweise verbinden könnte. Bitte. Und da hinten habe ich das drauf gesetzt. Das war Quatsch. Das haben wir noch nicht. Licht vielleicht. So, dann machen wir hier die Wand noch hin. Alles klar, müsste passen. Gut. Ihr habt da die Möglichkeit, euch einen Zaun zu bauen, womit ihr euer Gebiet abstecken könnt. Wir drehen mal die Achse wieder. So, müsste passen. So. Ein Pfosten. Und dann hat man diese Zwischenstücke. Die liegen auf der 2. Interieurblöcke, die 4, so rum. 4. Ne, 3. Ich brauche auf der 4. So. Ne, das wollen wir nicht. Wo hat er hier angefropft? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich kann euch das mal hier drauf zeigen. So, zack. Das ist immer auf freiem Gelände zu bauen. Man braucht mal eine Basis. So, jetzt macht er hier praktisch ein Eckstück und dann könnt ihr euch hier einen Zaun rumziehen. Um eure Basis und die praktisch so einen Balkon machen oder was weiß ich. Also, ne? Ist klar, worauf es hinausläuft. So, dann haben wir noch eine Tür, die man natürlich auch entsprechend mit den Blöcken. Das ist der falsche gewesen, nehmen wir mal weg. Die man mit entsprechenden Blöcken verbinden kann. Wo ist unser Türrahmen? Den habe ich gerade mal wieder rausgeworfen, verpeilt wie ich bin. So, müsste das passen. Setzen wir mal eine Tür hin. Zack. So, normalerweise mit Blöcken würde es auch abschließen. Ne? Das macht jetzt natürlich wenig Sinn hier. Da, wenn man das hier dran setzt, würde die Tür auch. Zack. Würde die halt entsprechend auch mit der Front abschließen. So, auch die Türen, genauso wie das Fahrzeug, braucht entsprechend. Auch entsprechend Strom.
Setzen wir mal einen Generator hier hin. Gehen in den Baumodus, verbinden das Ganze. Kann ich bei der Gelegenheit auch noch beacon. So, den hier hin. Und das mobile Licht setzen wir auch mal hier. So, alles ein bisschen sehen. Es gibt noch eine Innenleuchte und so weiter, wie sie ähnlich über der Tür ist. Macht jetzt wenig Sinn, das hier nochmal einzubauen. Einfach um das zu zeigen. So, das verbinden wir auch mit dem Strom. Und das verbinden wir auch mit dem Strom. Da haben wir unser Licht. Kann man entsprechend in den Automatikmodus schalten. Wenn es jetzt Tag wird, sollte das Ganze ausgehen. Und hier können wir die Farben noch durchwechseln. Machen wir hier mal ein schönes Grün. So ein Beacon, damit man seine Basis überhaupt wiederfindet auf dem Planeten. So ein Ding gab es ja auch bei Graf, glaube ich, war das der Fall. So, die Tür. Muss erstmal gepowert werden. Ist sie. Und Manual Function. Genau, geht sie auf. Recht schmal. Ansonsten geht man halt quer durch. So, und man kann das ganze Ding auch noch umschalten auf einen Automatikmodus. Dann geht sie zu. Und man kann durchgehen. Boah, das sind so die Sachen, die derzeit drin sind. Wir haben ganz schön... Der Hammer, oder? Bisschen Licht aus. Das Ganze brennt ja die ganze Basis weg. Man erkennt ja überhaupt nichts. Ja, gehen wir aus dem Baumodus wieder raus. Dann sieht das so aus. Dann sieht man auch nicht mehr die Verbindung. Der Generator gibt halt entsprechend Strom. Das können wir hier an- und ausmachen. Oder auf den Automatik. Genauso den Beacon können wir an- und ausmachen. Ja, viel mehr Bauteile gibt es auch derzeit nicht. Halt die verschiedenen Formen. Interieurblock hat man noch. Setzen wir den mal drauf. So, da hat er irgendwelche Leuchtsachen mit drin noch. Irgendwelche Leuchtelemente, die mit drin sind, um einfach das Ganze ein bisschen belebter im Innenraum zu machen. Ja, das war's eigentlich. Also man könnte sich jetzt eine Basis bauen, aber ich finde jetzt halt im Singleplayer macht das wenig Sinn. Da sieht man, dass das Licht manchmal so ein bisschen hin und her geschaltet wird. Man könnte sich eine Basis bauen, man kann halt verschiedene Fahrzeuge zusammenzimmern in verschiedensten Formen und Varianten. Und erst ab einem gewissen Winkel. Jetzt an mir. Muss ich einfach weiter weg. Ja, manchmal. Noch ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, Closed Alpha. Erstmal für die Backer eine erste Version. Und in Early Access geht das Ganze im Januar, beziehungsweise, ja, Januar nicht, aber im ersten Quartal 2017. Wenn hier was Neues passiert und weitere Updates kommen, werde ich euch da berichten drüber. Dann mache ich nochmal ein Update-Video, wenn es sich denn lohnt und nicht nur ein Bauteil dazugekommen ist. Das war der erste Eindruck von Planet Nomads. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob man zum Beispiel zu dem Planeten, den wir gerade im Hintergrund vorbeiziehen sehen, hinreisen kann. Schaut euch mal den Trailer an. Das verspricht sehr viel. Ich hoffe, dass ihr das halten können, was man im Trailer so sieht. Ja, das war's mit Planet Nomads, der erste Eindruck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zu einem Update-Video wieder oder zum nächsten Angezockt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Angezockt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.